Da sind wir wieder. Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Wir haben Donnerstag, den 14. Januar und wir blicken heute unter anderem auf Euro, US-Dollar. Wir haben Silber auf der Uhr und das Währungspaar Austral-Dollar, japanisches Dollar oder japanischer Dollar. Das sind interessante Verortungen hier heute wieder, die durchaus ordentlich Bewegungspotenzial sowie im kurz- als auch im mittelfristigen Bereich haben. Deswegen schauen wir genau auf diese Punkte und für all diejenigen, die hier live zuschauen, natürlich immer wieder die Möglichkeit, auch den ein oder anderen Wunschmarkt analysieren zu lassen oder mal Fragen zu stellen. Ich habe zum Beispiel eine Frage zu den Indizes bekommen, was da gestern los war. Darauf gehe ich dann gleich nochmal im Detail entsprechend ein. Zunächst erst einmal bitte der Risikohinweis, das in Gänze wie immer zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit ja, sind diese Sachen sozusagen miteinander besprochen und wir können uns auf das fokussieren, was wir mögen, nämlich das Trading. Und was ist zum Trading wichtig? Natürlich, wir müssen die Nachrichten wissen und die Lage auch gut einschätzen zu können. Und da haben wir doch sehr, sehr interessante Sachen. Wenn ich mir diese Zahlen aus China so angucke, ich bin echt am Zweifeln, ob der Donald Trump sein Ziel erreicht hat. Das Thema mit China soll weniger in die USA exportieren, irgendwie erreichen kann. Also wenn ich mir die Zahlen anschaue von China, ich habe jetzt noch keine Nachforschung angestellt, wie die Exporte nach Amerika ausschauen, aber es sieht nicht unbedingt so aus, als wenn Donald Trump hier das Ziel seiner Präsidentschaft China in irgendeiner Art und Weise im Export zu schaden böse auf die Füße getreten ist. Wenn wir uns das mal anschauen, die Zahlen hier, ich glaube, die sprechen für sich. Das ist ein Thema. Mal gucken, wie das auf alle Fälle weitergeht. Spannend ist das auf alle Fälle. Ja, und es ist was, das treibt mir so ein bisschen das Schmunzeln ins Gesicht. Ansonsten im Laufe des Tages, wir bekommen den OPEC-Monatsbericht heute um 13 Uhr. Öl ist ja gestern auch entsprechend auf sehr, sehr hohem Niveau wieder gewesen. Die Rohöl-Lagerbestände gestern haben auch wieder abgenommen. Was gibt es heute noch? Den geldpolitischen Begleittext der EZB. Das bitte auch im Hinterkopf behalten bezüglich des Euros. Und dann heute in den USA das Allerwichtigste hier neben den Erstanträgen auf die Arbeitslosenhilfe. Wir wissen, das ist ganz klar ein extrem wichtiges Thema. Die gibt es um 14.30 Uhr, ist die Powell-Rede. Und diese Rede bekommen wir heute um 18.30 Uhr. Und wenn Powell spricht, hört man ganz genau hin. Und beim Thema Powell möchte ich an dieser Stelle gerne nochmal die Frage aufnehmen, die hier gestellt worden ist. Christian, übrigens ganz vielen Dank für diese Frage. Da sehe ich ein bisschen, was meine Zuschauerinnen und Zuschauer hier beschäftigt. Also gerne richtet solche Fragen an mich. Ich kümmere mich gerne darum. Und zwar wird hier wirklich gefragt, was war denn gestern los? China ging gut. Der Rest der Welt, gerade wenn wir uns die Amis mal anschauen oder auch die entsprechenden Charts von Deutschland, so richtig viel war gestern nicht los. Was ist denn hier momentan an den Märkten los? Wieso ist hier so ein bisschen ein verhaltenes Thema? Ich mache im Hintergrund mal ganz kurz hier den S&P 500 an, dass wir uns das Bild mal etwas anschauen können hier. Dieses Verharren auf relativ hohem Niveau. Ja? Also ich schalte das nachher noch direkt auf die Charts zum, aber hier für diese Beantwortung der Frage machen wir es jetzt einfach mal so. Da kommt es mir nicht so sehr auf die einzelnen Wertungen im Chart an, sondern einfach um das Verhalten, was wir hier momentan in den Indizes haben. Und das ist halt einfach ein Punkt, das liegt ein bisschen an der momentanen Phase, die wir haben aktuell. Ja, weil was ist denn die Phase, die wir haben, über die wir hier an dieser Stelle sprechen müssen? Es sind diverse Fakten. Zum einen natürlich das Thema Corona ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das Thema der Impfstoffe, das Thema der aktuellen, sage ich mal, wirtschaftlichen Auswirkungen. Wir merken ja auch bei uns in Deutschland, wie hier diskutiert wird. Da kommt mit einmal wieder ein Thema ins Gespräch, ein kompletter Lockdown, also so, dass man auch die produzierenden Gewerbe komplett wieder stilllegt. Dadurch würden Lieferketten unterbrochen. Das ist ein sehr, sehr großer Schaden, den man hier an dieser Stelle hat. Zusätzlich zu dem riesengroßen Schaden, den man ja jetzt schon hat durch diesen Lockdown. Das ist ein Thema, das betrifft die Welt an sich. Und da weiß man nicht, wie es vorangeht. Und das ist ein Thema, was natürlich immer wieder auf die Indizes auch mitwirkt. Das muss man im Hinterkopf haben. Aber es gibt ein ganz, ganz anderes Thema.
Oder zwei andere Themen, die hier wichtig sind. Zum einen ist das natürlich etwas, das hat, glaube ich, keine riesengroße Auswirkung auf die Aktienindizes, aber es geistert halt durch die Presse. Das ist das Thema Biden-Wahl, beziehungsweise der Biden-Antritt, beziehungsweise in diesem Zusammenhang auch das Thema Impeachment-Verfahren gegen Trump, was jetzt im zweiten Schub noch einmal angesteuert wird. Das gab es ja schon im vergangenen Jahr, den Versuch einmal. Ich weiß es nicht genau, ob das überhaupt ein Thema ist, was irgendwelche Auswirkungen auf den Markt mit haben kann, weil wir müssen einfach wissen, Impeachment-Verfahren, Anstrengungen hin und her, das ist jetzt nichts, was mit einem Fingerschnips durchgezogen werden kann, sondern das ist jetzt etwas, das sozusagen am Ende durch die Gerichte gehen wird. Und da ist halt wirklich die ganz, ganz große Frage, Donald Trump wird am 20., also nächste Woche, nicht mehr in Amt und Würden sein. Und da ist tatsächlich die große Frage, wird man dann ein solches Impeachment-Verfahren überhaupt noch durchführen können? Ne? Der einzige Grund wäre dann hintendran ja wirklich das Thema, dass Trump nie wieder ein politisches Amt annehmen kann. Da stellt sich für mich natürlich auch die Frage, ist er überhaupt dazu in der Lage? Ist er in 4 Jahren noch gesund genug, um dieses Amt auch ausführen zu können? Also da gibt es verdammt viele Fragezeichen. Und deshalb glaube ich persönlich, das ist meine eigene Meinung, wird dieses Thema für die Märkte keine riesengroße Rolle spielen, das Thema Impeachment. Beim Thema Wahl, beziehungsweise beim Thema Amtsantritt Biden, Unruhen und so weiter und so fort, ist ja auch immer ein Thema. Wenn sowas kommt, sollte das nur ein sehr kurzfristiger Belastungsfaktor sein, wenn das überhaupt einer ist. Da kommt nämlich dann entsprechend nur die Kurzfristigkeit rein und dann ist das Thema auch erledigt. Inlandsterrorismus wurde das Ganze ja auch bestätigt. Ich weiß nicht, ich denke eher die wirtschaftlichen Rahmendaten sind das, wo der Markt eher momentan ein bisschen innehält. Und da muss man ganz klar sagen, liegt der Fokus aktuell auf der Fed, ja. Und da ist es jetzt heute sehr, sehr wichtig, was sozusagen der Powell am Nachmittag erzählt. Viel, viel wichtiger wird dann auch sein, was bei dem nächsten Fed-Meeting auch erzählt wird. Wenn man sich dieses ganze Thema jetzt mal so ein bisschen im Kontext auch anschaut und sich auch mal die Inflationsentwicklung in den USA anschaut, auch sieht, wie weit sozusagen der US-Dollar jetzt nach unten in die Bewegung reingelaufen ist, da kann es schon passieren, dass wir jetzt erstmal eine ordentliche Gegenbewegung sehen. Wir haben ja sozusagen im Vorangang vor möglichen Inflationsbetrachtungen auch immer noch das Thema, das nächste Hilfspaket in den USA. Das dürfte dann den Dollar wieder etwas schwächeln, aber wir sehen halt auch, Frau Lagarde hat das gesagt, man blickt ganz genau auf das, was die Währung momentan macht, was der Euro macht. Also da liegen momentan wirklich sehr, sehr, sehr stark die Fokusse der Notenbanken auf den einzelnen Währungen. Und das ist halt so ein Thema, weil man sich dort nicht so sicher ist, was passieren wird. Kommt beispielsweise der US-Dollar jetzt wieder nach oben, der Euro gerät unter Druck nach unten hin und das momentan alles aktuell in sozusagen korrektiven Phasen. Ein deutlicher Rutsch vom Euro, der würde natürlich die Märkte auch mit nach unten ziehen, weil wir momentan ja eine sehr, sehr starke Korrelation haben zwischen der Wertentwicklung vom Euro-US-Dollar und den Indizes. Das heißt, in dem Moment, wo der Dollar schwächer geworden ist, sind die Indizes gestiegen. Jetzt steigt der Dollar. Da könnte durchaus mal eine Korrektur ansteigen. Das wird jetzt wahrscheinlich keine Korrektur sein, die wir sehr, sehr stark nach unten ziehen würden. Also 10-15%, davon gehe ich persönlich jetzt mal nicht aus. Aber so eine Korrektur von 3-4% wären durchaus ohne weiteres drinnen. Die Frage ist hier nur, wie kommt das Ganze? Das heißt, das ist jetzt die kurzfristige Vorbereitung auf das, was die Fed beispielsweise auch im nächsten offiziellen Meeting sagen wird. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema, was wir hier definitiv auf der Uhr haben müssen, ist vielleicht ein kompletter Richtungswechsel vom US-Dollar. Nämlich, wenn man sich die Inflationszahlen in den USA mal anschaut, muss man einfach auch sagen, okay, das Thema Inflationsdruck könnte durchaus im laufenden Jahr eine größere Rolle spielen als bisher angenommen. Und wenn wir dort natürlich den Inflationsdruck sehen,
Dann könnte es unter Umständen so weit kommen, dass die Fed die Zinsen erhöht. Und das wiederum hätte deutliche Auswirkungen auf den US-Dollar. Und da sehen wir dann im Euro-US-Dollar plötzlich wieder ganz, ganz andere Kursentwicklungen. Also da müssen wir ganz genau hinschauen, was passiert. Und diese Rahmendaten sind es möglicherweise, warum die Märkte momentan alle so ein bisschen innehalten, warum es hier nicht so richtig dynamisch nach oben geht, sondern dass wir so ein Verharren auf relativ hohem Niveau haben. Also, das ist so das aktuelle Marktumfeld, das sind so die Makrodaten, die wir hier an dieser Stelle haben und das ist halt genau der Punkt, der momentan auf den Märkten, naja, ich will nicht sagen lastet, aber das ist halt das Umfeld, in dem sich die Märkte momentan befinden und das wird sich irgendwann auflösen und diese Auflösung werden wir dann ziemlich schnell in den Charts sein. Und wo wir jetzt beim Thema Charts sind, schalte ich hier auch gleich mal noch mit um, das heißt hier, an dieser Stelle geht es jetzt sozusagen in die Chartanalysen rein. Wie schon gesagt, Euro, US-Dollar, dann haben wir Silber und Australdollar, japanischer Yen haben wir auch da. Und wenn der ein oder andere Wunschmarkt auch noch mit reinkommt, natürlich auch sehr, sehr gerne das hier an dieser Stelle. So, gucken wir gleich mal. US-Dollar, Kanndollar, britisches Pfund, Schweizer Franken haben wir hier auch noch als Wunschmärkte. Das ist natürlich heute auch mit auf der Uhr, gehe ich gleich drauf ein. Sehr, sehr schön. Gut, hätten wir das und ich würde sagen, machen wir los. Gehen wir zunächst einmal auf die Währungen ein. Ich starte mal kurz mit Australdollar, japanischen Yen, weil ich den hier gerade auf der Uhr habe. Da haben wir eine sehr, sehr schöne Situation hier oben in der aktuellen Verortung. Schaut mal hier, Moment, ich brauche dieses Zeichentool. Wir haben hier eine relativ gut laufende hohe Konsolidierung. Also einmal hier oben. So, und das Ganze hier unten, so, naja, mehr oder weniger ein bisschen seitwärts, ne? Es geht nicht richtig runter, es geht nicht richtig hoch, gezappel hier hin und her an dieser Stelle. Und wenn wir uns jetzt, deswegen ist der Chart jetzt mal so groß geworden hier, wenn wir uns mal anschauen, auf welchem Level das passiert, ist das eine sehr, sehr, sehr interessante Verortung, die durch, sag ich mal, die Richtungsvorgabe des Aufwärtstrends, den wir hier haben. Ne? Wir haben ja hier im Großen den Aufwärtstrend, schon geraume Zeit, seit hier unten, seit März 2020, geht der Markt hier steil nach oben und wir sehen auch immer wieder schön, es gab auch mal Wechsel, korrektive Phasen, aber hier aktuell seit Oktober letzten Jahres schön einen laufenden Aufwärtstrend, den wir hier nach oben geschlängelt haben. Und das ist jetzt interessant, sollte der Markt tatsächlich hier oben rausgehen, also über dieses Zwischenhoch hier oben drüber laufen, die Marke von, naja, knapp 80,80 rausnehmen, das wäre sehr, sehr interessant. Ich schalte mal ganz kurz um in den Wochenchart, denn dann hätten wir freien Weg nach oben hier in Richtung dieses nächsten Widerstandslevels hier oben. Und das haben wir erst bei 83, um die 85 hier oben, 83 bis 84 ist hier oben Luft. Das ist interessant, das ist eine schöne Geschichte hier, deswegen Australdollar, japanischer Dollar, sehr, sehr spannend zu sehen und das Coole ist an dieser Sache, selbst für das kurzfristige Trading muss man hier nicht mal mehr die kleinsten Zeiteinheiten bemühen, sondern hier geht es wirklich darum, der Bruch oben drüber ebnet den Weg oben rauf und was wir hier an dieser Stelle noch mitsehen, wir haben auch noch ein Zwischenanlaufziel, nämlich hier drüben, diesen kleinen Bereich hier hinten, ich hoffe, man kann das im Video jetzt gut erkennen, das ist so grob das Level um die 82,15, das wäre mal schön der nächste Anlaufpunkt. Das ist spannend und innerhalb dieser Flagge schauen wir uns das Ganze jetzt mal noch natürlich in den kleineren Zeiteinheiten an, denn da sehen wir auch hier schön, der Aufwärtstrend ist vorhanden. Hier im letzten Bewegungsarm hatten wir kurz den Bruch dieses Schubs hier unter diese kleine Marke drunter, aber danach ging der Markt gleich wieder nach oben und da wird es jetzt sehr, sehr interessant zu sehen, was hier oben passiert. Wir brauchen hier die Stärke und da macht tatsächlich der Blick in die kleineren Zeiteinheiten für die Feinjustierung Sinn, denn natürlich können hier auch die kurzfristigen Trader wieder sehr aktiv werden. Kommt es nämlich hier zum Abprall von oben nach unten, haben wir flott die Unterseite auch mit da. Und das, was wir dann sehen, Moment, jetzt brauche ich mal kurz eine andere Linie, im kleineren Bereich sind natürlich dann die Swinglows, die wir anlaufen können. Und da hätten wir natürlich hier sehr, sehr schön zu sehen, hier, guck mal, das kleine Zwischentief hier unten, der Auffangbereich, um die Marke von 80, knapp 25. Das wäre mal der nächste Anlaufpunkt und dann
schon das Zwischentief hier unten. Und das haben wir liegen um knapp die 80 japanische Yen. Und das ist echt interessant. Und wenn wir dann unten drunter fallen sollten, das wäre dann das Thema, was die Kurzfristigen auch auf der Uhr haben sollten. Nicht den Schub oben drüber, sondern den Bruch unten drunter. Und dann haben wir nämlich einen Abwärtstrend. Und dieser Abwärtstrend ist dann natürlich in der Lage, deutlich tiefer zu fallen. Das heißt, etwas weiter in die Korrekturausweitung reinzugehen. Das heißt, das wäre dann quasi dieses Szenario hier nach unten. Und da haben wir auch schöne Anlaufpunkte, nämlich hier an den Zwischentiefs. Da ist einiges Schönes da. Und dann natürlich hier an den großen, sag ich mal, größeren Ausbruchbereichen. Da ist auch einiges zu holen an diesen Stellen für die Zielplanung. Das heißt, nur um das mal zu benennen. Das heißt hier das Ausbruchslevel bei knapp 79,80. Hier das Zwischentief am Ausbruchslevel um die Marke von circa 78,80, 78,90 in dem Bereich rum. Und dann schon, wenn es in eine tiefere Korrektur reingeht, hier unten dieses Zwischentief hier. Und wenn wir da mal schauen, in dem Bereich 77,50 rum, da ist jetzt hier nicht nur ein Zwischentief, nicht nur hier ein Ausbruchsbereich, sondern auch hier drüben ein Widerstandsbereich, ein ehemaliger. Also ein Level, das durchaus deutlich Relevanz hat für die Märkte. Und das ist interessant und das sehen wir alleine hier mit Blick in den 4-Stunden-Chart. Und wenn ich da nochmal kurz in den Tageschart rausgehe oder reingehe, dann sehen wir einfach an dieser Stelle auch, dass hier der Schub nach unten einfach nur die Korrektur des letzten Bewegungsarms ist. Für diejenigen, die es nicht sauber erkennen können, dieser Arm hier hoch ist sozusagen der letzte Bewegungsarm und das Zwischentief, das Korrekturtief haben wir halt ein bisschen tiefer liegen. Ich skizziere es mal ganz kurz ein, was ich damit meine, damit das auch wirklich jedem klar ist. Schaut mal hier, das hier ist der Aufwärtstrend sozusagen in seiner aktuellen Ausbreitung. Und wenn wir das Ganze jetzt mal als Korrektur hier oben sehen und der Markt doch runterläuft, dann sehen wir halt, hier unten ist das Trendtief um die 77,50, hier der letzte größere Ausbruchsbereich um die 78,80 bis 78,90. Das ist einfach nur eine Korrektur. Diese korrektive Phase kann man durchaus nutzen, wobei ich eher die bullische Seite, glaube ich, bevorzugen würde, der Schub nach oben drüber, denn an dieser Stelle, wir sind hier oben in der hohen Flagge, auf die Oberseite rauf und das ist interessant, wie schon gesagt, für die Longseite. Das hatten wir gerade auch im größeren Bild beschäftigt. So, das zum Australdollar japanischen Yen. Dann gehen wir jetzt mal in den Euro rein. Und der Euro, ja, der Euro, der liebe, liebe Euro, Euro-US-Dollar. Ich hatte ja gerade in dem Vorworten ein bisschen was dazu gesagt an dieser Stelle. Das Thema, was wir hier momentan haben, auch mal mit Blick auf den von mir hier grün eingezeichneten Aufwärtstrend, also nicht von mir eingezeichnet, hier habe ich mir wieder mal die Hilfe von der Technik genommen, das heißt das MTON-Live-Paket hier einfach mal wieder bemüht, die Trends zu zeichnen und da haben wir es da. Und was wir hier gesehen haben, ist, dass wir hier mittlerweile etwas Blaues eingezeichnet haben und immer dann, wenn es hier blau wird, muss man als Händler einfach wissen, ja, es ist irgendwas mit dem vorhergehenden Trend nicht mehr in Ordnung. Und wir sehen mit Blick in diesen Trendverlauf an dieser Stelle natürlich ganz genau, was hier los ist. Denn hier unten knapp um die Marke von 1,2220 hatten wir das letzte Trendtief. Ja, das haben wir da, hier in diesem Schub nach oben. Das ist das eine. Da sind wir erstmal deutlich drunter gelaufen. Im Auffangbereich hier unten um die 21,30, 1,21,30 sind wir dann zunächst zum Stehen gekommen. Und jetzt haben wir halt in den letzten Tagen auch gesehen, der Markt schwankt hin und her zwischen diesem Auffangbereich unten, also um die 1,21,30 und dem Ausbruchsbereich hier oben, die 1,2220 hin und her. Und das ist jetzt der wichtige Punkt, den wir hier haben, nämlich die entscheidende Marke, die wir hier unten haben. Dieses Level bricht der Markt tatsächlich unten drunter, unter die 1,2130, haben wir hier einen validen Abwärtstrend, der uns durchaus deutlich tiefer führen kann in die Korrekturtiefs rein. Da wäre mal als nächstes hier unten im größeren Bereich natürlich die 1,20 knapp 60 zu sehen. Das wäre dieses hier und jetzt schalte ich mal ganz kurz um in den Wochenchart, denn hier unten ist noch ein dicker grüner Balken zu sehen, hier grob die Marke von 1,1965 in etwa zu sehen.
Das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Bereich, den man hier mit haben muss. Denn wenn wir uns hier mal den Wochenchart anschauen, dann sehen wir sozusagen auch, was wir hier haben. Denn wir sehen hier oben ganz klar auf der Woche, wir sind weiterhin verortet in einem Aufwärtstrend. Was wir auch gemacht haben, wenn wir uns das Thema mal anschauen, hier einfach nur mal kurz ausmessen, die Korrekturtiefe und diese Korrekturtiefe dann oben raufsetzen, da sehen wir auch, dass wir rein aus der Charttechnik heraus schon das Potenzial der Korrektur oben auf die Bewegung gesetzt haben und dass wir dann natürlich irgendwann wieder in eine korrektive Phase reinlaufen. Das ist ganz klar. Und das ist das, was wir momentan sehen. Das heißt, hier ist der Aufwärtslauf oben da. Und wenn wir hier tatsächlich unter die 1,2130 fallen, ebnet das mal so ein bisschen den Weg zur Unterseite hin. Und im größeren Bereich das Auffanglevel bzw. hier dieses Kauflevel um die 1,1965 rum, das wäre natürlich erst einmal ein sehr, sehr großer Anlaufpunkt. Das mal der Blick in den Wochenchart. Und wir sehen es halt auch, diese Kerze hier, die wir in der Vorwoche bekommen haben, war ganz klassisch ein Umkehrsignal. Und das wurde halt diese Woche bestätigt. Und das ist so das Zeichen dafür, dass der Markt durchaus jetzt erstmal ein Stückchen fallen kann, im Sinne dieses längeren Kontexts in der Aufwärtsphase. Und da ist der Weg nach unten halt definitiv auch mit frei. Und das Thema hier an dieser Stelle ist natürlich ganz klar zu sehen. Entscheidender Punkt ist dieses Level hier an dieser Stelle. Und wir schauen mal eben kurz noch in den 4-Stunden-Chart rein, denn da sehen wir relativ schön, was hier abgeht und wo auch gute Zielmarker sind. Das heißt, an dieser Stelle brauchen wir halt den Blick in die kleineren Zeiteinheiten auch rein. Und wenn wir uns hier mal den Markt auch annehmen wollen, wir sehen es hier. Wenn wir hier tatsächlich einen Schub nach unten bekommen sollten von diesem wichtigen Level, die Anlaufmarker, die sind halt da. Man kann hier im Kleinen auch noch was finden, wo Anlaufpunkte sind. Und zwar wäre das zum einen mal hier dieses kleine Zwischentief ganz grob etwas über der Marke von 1,21. Und dann haben wir schon hier unten die 1,2059 in diesem Kontext von diesem Aufwärtslauf, den wir hier an dieser Stelle haben. Da sehen wir es also auch in den 4 Stunden geht es hier unten abwärts an dieser Stelle. Die Frage ist jetzt halt nur, geht es nachhaltig abwärts oder sehen wir erstmal einen Rückschnapper? Und wenn wir tatsächlich einen Rückschnapper bekommen, dann ist halt wieder das Thema der aktuellen Range sehr, sehr wichtig. Also hier das Hin- und Herspringen von unten nach oben, von oben nach unten. Da sind die In-Range-Trading-Strategien dann wieder gefragt an diesem Punkt. Und das ist natürlich auch interessant für die kurzfristigen Trader. Das heißt, wenn wir uns diesen Bereich mal eben anschauen wollen, den wir hier haben, da gehen wir mal kurz in die kleinere Zeiteinheit rein. Hier mal eben in die 15, beziehungsweise wir machen es gleich mal in den 5 Minuten, da brauchen wir halt hier eine Bodenbildung. Und wenn diese Bodenbildung tatsächlich kommen sollte, momentan gibt es dafür nichts, was dafür oder dagegen spricht. Wir sind halt momentan gerade mal da unten und hier kann es mal kurz drunter gehen und dann wieder rüber gehen. Ist natürlich wichtig zu wissen, wo planen wir denn zur Oberseite? Und auf der Oberseite sehen wir ganz klar hier oben dieses Level um die Marke von, Moment, kurzen Augenblick, ich mache das eben mal kurz als Auffangpunkt hier oben, dass der Drehbereich um die Marke von 1,2150 bis 1,21 hier oben, ich ziehe es mal hoch, also diese Spanne hier 1,21, 55, 60 oben rum, dieser Bereich wäre mal der erste Anlaufbereich und wenn es da tatsächlich drüber gehen sollte, dann haben wir hier oben das nächste Level um die 1,21, 70 und so kann das ganze Spielchen weitergehen, das heißt, man kann sich hier sehr, sehr schön in den kleinen Zeiteinheiten so nach oben tasten und für die kleinsten Trades wissen wir ja auch immer, die Ziele nie zu weit weglegen. Sonst geht es halt aus dem Rahmen der Schwankungsbreiten in den kleinsten Zeiteinheiten raus. Also wir sehen es, sollte es einen Rebound geben Richtung der oberen Begrenzung, haben wir gute Karten, zunächst erstmal hier ins Median reinzulaufen, also in den Bereich um die 1,2180 rein. Das ist auf der Oberseite offen, das muss man halt beobachten. Blickt man das Ganze nochmal in den Stundenchart hinein, dann sieht man halt, der 4-Stunden-Chart ist abwärts gerichtet und das Bild ändert sich erst dann deutlich besser, wenn wir wirklich hier oben die 1,2220 rausnehmen und dann weiter hochlaufen und der nächste Wert auf der Oberseite, den wir dann als Anlaufmarker hätten, zum hier hoch aus dem letzten Wochen bei 1,2349, das wäre hier oben der Bereich knapp um die 1,22
70, 80, 85 hier oben rum. Habe hier nicht genau das Hoch getroffen, aber in diesem Bereich rum. Also sehr, sehr interessant. Genau hinschauen, was hier unten passiert. Diese Verortung jetzt ist extrem wichtig. Und zwar, ob wir einen In-Range-Bereich bekommen, möglicherweise einen großen Schub nach oben oder aber, ob der Markt hier nach unten läuft und dieses Zwischentief testet um die 1,20, knapp 60. Das ist die interessante Frage mit Blick auf den Euro. Und damit schauen wir auf den Silberpreis hier an dieser Stelle. Moment, Silber ist da. Haben wir auch hier. Die Lage im Silber ist momentan wieder relativ angespannt. Der Markt wollte nach oben, ist dann wieder in sich zusammengebrochen, kam dann aber von diesem kleinen Tief hier unten wieder ein Stückchen weit oben raus. Also es ist hier an dieser Stelle weiterhin dieses starke Hin und Her, was wir haben. Wartet mal, ich nehme mal ganz kurz diese Linien hier raus, die brauchen wir gerade alle nicht. Die Frage ist halt, wie es hier auch weitergeht, und da kommt man halt unweigerlich an den Standpunkt an, dass wir sagen können, okay, wir haben jetzt hier unten diesen Supportbereich, der schon deutlich mehrfach unterschritten wurde. Also dieser Drehbereich, die Marke von gut 25 US-Dollar ist da, aber das Ganze nützt uns relativ wenig, dass das ein Supportbereich ist, wenn man einfach sieht, was hier gekommen ist. Und wir sehen es halt, wir haben schon ein paar Mal Spikes unten drunter bekommen. Und die große Frage, um die es jetzt dreht, ist, was passiert hier unten an diesem Tief? Das heißt, die Marke, die wir hier unten drunter liegen haben, dieses Zwischentief hier unten, wo haben wir es liegen? Ich benenne es mal. Das liegt bei 24,32,9, also bei knapp 24,33. Dieses Level hier unten, wenn das unterschritten wird, haben wir hier auf Tagesbasis wieder einen Abwärtstrend, der dann durchaus das Potenzial hat, nach unten reinzulaufen, erst einmal wenigstens hier in dem Preisbereich um die knapp 23,60. Das muss man sehen, wie es ist, und wer sich das Ganze jetzt im Kleineren für die kurzfristige Phase anschauen möchte, der muss jetzt beachten, es muss hier oben drüber gehen, über die 25, knapp 65, um überhaupt auf die vorgestern angefangene Aufwärtsphase wieder anzutreiben. Solange wie wir nicht unter das Vortagestief hier fallen, also Vorvortagestief, ist das die Chance auch auf alle Fälle immer noch da. Aber man muss halt einfach wissen, wenn der US-Dollar weiter stärker wird, stehen die Chancen für Gold und Silber erstmal relativ schlecht, auf dem steigenden Ast unterwegs zu sein, weil wir hatten es ja schon, wenn der Dollar plötzlich mehr wert wird, hat das ohne andere Faktoren mit einzuberechnen, einfach die Auswirkung, dass die Preise für Gold und Silber einfach fallen müssen, weil der Gegenpart natürlich stärker wird. Und das ist das, was dann an dieser Stelle in den Preisen zu sehen ist. Der Blick in die kleinen Zeiteinheiten, der zeigt uns hier halt auf, wir sind in einer Aufwärtssequenz, die ist nach oben initiiert worden. Ich skizziere das mal ganz kurz mit dem Zeichentool. Und solange wie wir diese Aufwärtssequenz nicht verlassen, ist die Aufwärtssequenz auch noch intakt. Ne? Also das heißt, wir sehen es ja hier im Stundenchart, wir haben steigende Hochs, wir haben steigende Tiefs, das sind ganz klar die Initialen für eine Aufwärtssequenz, und jetzt laufen wir halt hier innerhalb dieser Spanne hin und her. Der Markt schlängelt sich hier zwar so ein bisschen nach unten, aber solange wir hier nicht das Tief unten rausnehmen, haben wir die Aufwärtssequenz immer noch da, auch wenn die nicht schön ist, auch wenn das alles andere als Momentum getrieben ausschaut. Man braucht den Schub oben raus hier über das Hoch, dass sich diese Sequenz fortsetzt, und dann haben wir Chancen, oben reinzulaufen, bricht es unten drunter weg. Dann, wie schon gesagt, besteht erstmal wirklich die Gefahr, dass wir auf Tagesbasis wieder einen Gegentrend bekommen, und das muss man an dieser Stelle einfach beachten. Also auch hier in den Rohstoffen, in den Edelmetallen gibt es dieses Ping-Pong-Spiel, dieses Hin und Her, und das ist halt etwas, das haben wir immer wieder da. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz sozusagen drinnen. Jetzt haben wir hier die Frage zum Gold. Und dann haben wir noch ein paar Rohstoffe, ein paar Währungen da. Das heißt an dieser Stelle, wir gehen mal ganz kurz noch auf Gold. Ist eh nicht zu sehen wie Silber momentan. Hier werden wir gefragt, dass wir da einen Bierfleck haben. Die sollte dann auf Tagesbasis auch zu sehen sein. Und das, was wir hier haben, ist nicht wirklich eine saubere Flagge gewesen. Weil eine Flagge sieht nicht so aus wie das, was wir hier haben. Das, was wir hier auf alle Fälle sehen, ist natürlich eine Konsolidierung. Aber eine Flagge würde sozusagen so ausschauen, dass man hier
quasi einen Trend hat, wo zu sagen, beide Seiten nach oben ansteigen. Und das haben wir hier definitiv nicht gehabt. Ne? Also wir haben hier eine Konsolidierung gehabt, aber nicht innerhalb einer Flagge, sondern das war einfach mal hier einen Tag hoch und dann ging nichts weiter. Eine Flagge hat schon mal 2-3 Tage nach oben hin, wo wir schön den Aufwärtstrend in den kleineren Zeiteinheiten auch sehen. Und das sehen wir hier halt definitiv nicht. Ne? Hier ging es mal ganz kurz leicht nach oben und dann wieder nach unten. Was aber passiert ist, dass diese Aufwärtssequenz hier gebrochen wurde. Hier sind wir schon drunter gelaufen, aber das Ganze auch alles in einem sehr, sehr kleinen Kontext an dieser Stelle. Ne? Das heißt also hier der trendige Markt, ich mache es mal kurz rein, ist nach oben unterwegs gewesen. Also hier sehen wir es hier. Das war aber alles Korrektur auf Tagesbasis, aber hier haben wir es gesehen, steigende Hochs, steigende Tiefs und dann drehte plötzlich der Markt wieder nach unten um. Und das ist dieses Hin und Her. Und die Entscheidung, ob wir jetzt tatsächlich nachhaltig nach unten fallen oder nicht, die wird kommen, wenn wir hier unten unter die Marke von 1818 fallen. Das ist der wichtige Punkt hier unten. Das ist dieses Zwischentief. Wenn das passieren sollte an dieser Stelle, gut, dann haben wir auch hier einen Abwärtstrend auf Tagesbasis. Ich skizziere den mal ganz kurz natürlich auch für diejenigen, die es nicht in diesem Kontext gleich erkennen, weil das ist wichtig, dass man das erkennt, um zu sehen, was daraus wird. Also das heißt, wenn wir hier jetzt den Schub nach unten hatten, den initialen, war das hier die Korrektur. Und wenn wir dann tatsächlich unten drunter rutschen, dann ist der Weg frei, erst einmal hier unten in diesen Auffangbereich knapp um die Marke von 1760 US-Dollar. Das ist das, was wir hier im Gold sehen. Wie schon gesagt, ob nun Bierfleck oder das anders bezeichnet wird, es spielt jetzt keine Rolle, das Szenario, was wir im Chart haben, egal wie man das Kind nennen möchte, ist Short gewesen, aber die Käufer kommen gleich wieder rein und das ist halt so dieses Hin und Her, dieses Ping-Pong-Spiel. Ganz klar ist aber eins, setzen wir uns hier unter das Tagestief von heute nach unten hin fort, dann sieht es eher danach aus, dass wir eine Ausweitung der Abwärtssequenz bekommen und das wäre dann ganz klar, wenn wir uns die Woche mal kurz anschauen wollen, hier sind wir zwar auf Tagesbasis trendig hochgelaufen, aber wir sind verortet in der Woche in einem Abwärtstrend und das wäre dann die Bestätigung, wenn wir hier diese Woche auch auf einem Wochentief schließen, dass der Markt die Sequenz nach unten fortsetzt und dann, wie schon gesagt, das nächste Ziel hier unten. Ich habe es im großen Chart mal gezeigt, 1765, hier ist ein Schwankungsbereich, 1760 in diesem Level ist der nächste größere Auffangbereich, weil da haben wir das Trendtief auf Wochenbasis liefen und der Weg ist dann schon offen. Die Frage ist halt jetzt einfach wirklich nur, laufen wir direkt unten rein oder fangen wir uns vielleicht doch noch und gehen oben rauf, hier dann mit einem höheren Tief. Das wäre dann tatsächlich die Chance, das Long-Szenario zu beleuchten. Die Entscheidung steht hier an dieser Stelle noch aus, aber für die kurzfristigen Trader durchaus interessant, auf den Blick zu haben, was hier passiert, wie der Markt sich entscheidet. Und gerade für das kurzfristige Intraday-Trading wird es jetzt sehr, sehr spannend, was passiert hier oben, beziehungsweise was passiert hier unten. Diese beiden Level geht es hier übers Hoch, trendet der Markt leicht nach oben. Schöne Anlaufbereiche auf der Oberseite, dann da hier oben in diesem Bereich hier, da der Auffangbereich 1852, das kann man schön nach oben treten, da sind einige Ziele da. Fallen wir unter dieses kleine Tief hier bei 1836 drunter, sieht die Abwärtssequenz eher aus und dann haben wir den nächsten Zielbereich erstmal bei 1827 US-Dollar für das Kurzfrist-Trading. So, das hätten wir besprochen. Jetzt schaue ich mal kurz auf Facebook, da waren nämlich die ersten Fragen. US-Dollar, Kanndollar, britisches Pfund, Schweizer Franken. So, okay, gehen wir mal kurz rein. US-Dollar, kanadischer Dollar, den haben wir da. So, einmal aufgemacht bitte, das Ganze erstmal kurz auf dem Tageschart zu sehen. Wir sehen hier weiterhin einen Markt, der deutlich nach unten am Laufen ist. Das ist ganz klar. Ich mache das Bild mal eben ganz kurz groß, denn wenn man das hier sieht, wir haben diese Außenkerze hier von letzter Woche definitiv verlassen. Der Markt strebt nach unten. Jetzt geht es tatsächlich darum zu schauen, was passiert hier unten an diesem Zwischentief. Das haben wir liegen. Das Trendtief liegt aktuell bei 1,2630. Wartet mal, das mache ich gleich mal hier unten rein. 1,2630 ist das Tief dort unten und das ist erste Mal das Ziel. Na, das heißt, dort unten erstmal reinzulaufen für die Abwärtssequenz, um zu einer Trendfortsetzung zu kommen. Wir sehen es auch, wenn wir mal kurz in die Woche schauen. Wir haben hier deutlich Potenzial auch noch zur Chartunterseite rein. Also hier unten dieses Zwischentief hier drüben um die Marke von 1,2525 ist definitiv da.
Da haben wir Luft nach unten und wir sehen auch, die Woche ist sehr, sehr, sehr schwach und deswegen schauen wir uns das Ganze gleich mal noch auf der Stundenbasis an und da sehen wir hier unten einen wichtigen Unterstützungsbereich, einen wichtigen untergeordneten Unterstützungsbereich, den wir hier liegen haben. Ich mache das mal ganz kurz in grün, denn an dieser Stelle ist es natürlich ganz klar, das ist ein Bereich, der ist wichtig und hier unten ist mal der nächste Anlaufpunkt dann wichtigerweise da, aber vorher haben wir noch das Thema Fortsetzung des Stundentrends hier unten und da springen wir gerade rum und wenn wir mal sehen, mit welcher Dynamik der Markt ja auch runtergekommen ist, dass er immer oben wieder abverkauft hat, zeigt uns das die große Schwäche. Der Bruch hier unten drunter durch hat dann erstmal den Weg offen unten rein Richtung 1,26, knapp 65 und wenn das Level dann auch noch fehlt, ist der Weg frei unten rein in den Bereich 1,2630. Das zum US-Dollar, Kan-Dollar. Dann haben wir britisches Pfund, Schweizer Franken. Mal schauen, den habe ich hier noch gar nicht offen. Heißt also an dieser Stelle auch der Chart mit rein. Great Britain Pound Swiss. Hier ist er. Neues Chartfenster, zack, offen. Und damit schauen wir uns das Ganze im großen Bild auch mal noch an, was hier passiert. Wir sehen im kleinen Bild, geht es hier erstmal stark nach oben, im größeren Bild natürlich auch an dieser Stelle. Das haben wir hier auf der Uhr. Was wir in diesem Kontext noch mit auf der Uhr haben müssen, ist die Verortung, die wir oben drinnen liegen haben. Und das ist natürlich hier oben an einem starken Widerstandslevel. Heißt also, hier oben ist so ein bisschen der Deckel drauf, schon etwas länger hier in diesem Bereich. Da sehen wir, wartet, ich mache das Ganze eben kurz in einer anderen Farbe hier. So, nein, Hot Pink nicht, das wollen wir nicht. Nehmen wir das, so, da haben wir es da und wir sehen halt hier, das ist das Widerstandslevel hier oben. Da dreht sich der Markt immer so ein bisschen drum und da sehen wir auch die fallenden Hochs um diesen Bereich. Der ist sehr, sehr wichtig und da fragt sich oder stellt sich jetzt die große Frage, wie geht es hier an dieser Stelle weiter? Heißt also, da oben ist ein ziemlich starkes Widerstandslevel und wir haben gesehen, die letzten Tests dieses Levels haben immer wieder dafür dazu geführt, dass wir unten reingelaufen sind. Und da hat sich hier unten sozusagen eine Art, naja, Boden gebildet an dieser Stelle. Ich mache das mal ganz kurz grün und damit sind wir hier verortet in einer groben Trading Range an dieser Stelle. Und diese Trading Range ist halt hier unten ja so ein bisschen gedeckelt um die Marke von 1,6330. So in etwa in diesem Drehbereich rum. Und das ist halt jetzt interessant, denn die Verortung auf der Oberseite birgt durchaus das Potenzial, dass der Markt oben drüber möchte. Und wenn er das schafft, tatsächlich oben drüber zu laufen, dann haben wir hier mit Blick in den Tageschart natürlich den Weg erstmal offen, hier oben rein in die nächsten Level, um die 1,22, knapp 0,4. Und das ist interessant, deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt mal an, entsprechend in den kleineren Zeiteinheiten. Denn wir sehen es hier, dass der große Schwankungsbereich auf Tagesbasis und da sind wir halt von unten schön trendig nach oben gelaufen. Und das ist jetzt tatsächlich interessant, was hier passiert, denn der letzte Verlauf nach oben hin ist da. Das ist der Trend. Wir sind hier allerdings drunter gelaufen. Jetzt wird es spannend. Nehmen wir das Zwischenhoch hier oben raus, können wir durchaus davon ausgehen, dass es der Markt ernst meint, mal mit einem Test dort oben rein und dann sozusagen hier in dieses nächste Zwischenhochbereich reinzulaufen. Also wenn wir tatsächlich es schaffen, hier über dieses kleine Zwischenhoch hier oben drüber zu laufen, die Marke von knapp 1,2164, dann haben wir gute Chancen, einen Lupf nach oben zu machen. Drehbereich hier oben 1,21 und Peine 80, beziehungsweise hier das Zwischenhoch um die 1,2237. Das ist für die kurzfristigen Trader sehr, sehr interessant. Was auch interessant ist, kommt zum Abprall, ist natürlich dieses Zwischentief hier wichtig, denn wenn wir unter dieses Zwischentief drunter fallen, dann haben wir einen Abwärtstrend, der dann valide ist und dieser valide Abwärtstrend, der hat dann durchaus das Potenzial, unten reinzulaufen. Ne? Schaut dann so aus und die nächsten Anlaufmarker, die wir dann definitiv da haben, sind mal hier dieses Ausbruchsniveau und dieses Zwischentief hier an diesem Schwungwechselbereich, den wir hier drüben haben. Das sind mal ein paar schöne Bereiche. Und danach natürlich hier unten da das Level. Und das ist hier der Bereich knapp um die 1,912. Spannend. Sehr, sehr schön zu sehen. Guter Drehbereich hier oben. Schön hingeschaut. Ich hoffe, der ein oder andere kann da gut und gerne eine kurzfristige Trading-Idee draus machen. Spannend ist das Thema hier auf alle Fälle. Das zum Pfund Schweizer Franken. So, dann haben wir weitere Fragen. US-Dollar, japanischer Yen im 4-Stunden-Chart. Danke für die Zeitangabe. Das hilft mir immer ein bisschen,
das Ganze auch einzuordnen, wie es gebraucht wird. Wir gehen hier in den 4-Stunden-Chart mal rein und wir sehen im 4-Stunden-Chart, Moment, ich mache das Bild mal kurz ein bisschen kleiner, damit wir den gesamten Kontext sehen können, beziehungsweise ich gehe mal kurz noch auf den Tag rauf. Da sehen wir hier natürlich die Verortung innerhalb der Abwärtsphase, aber zuletzt etwas stärker reingekommen, denn als wir hier über dieses letzte Zwischenhoch im Abwärtstrend rübergelaufen ist, warte, ich zeige es mal ganz kurz ein, brauchen wir den Lower Timeframe, ich hoffe, ich kriege ihn rein, da ist er, schaut mal, hier an dieser Stelle ist das Zwischentief drinnen, also das hier an dieser Stelle, da ist der Markt rübergelaufen und jetzt ist das Ganze blau und da kommt es jetzt tatsächlich darauf an, was der Markt hier macht, deswegen ist es sehr klug, in den 4-Stunden-Chart reinzuschauen, denn wir sehen hier im 4-Stunden-Chart ganz klar, Moment, hier muss ich auch den Lower Timeframe wieder reinmachen, dass der Markt durchaus hier unter wichtige Zwischentiefs drunter gefallen ist und das ist jetzt die tricky Situation, denn wir haben jetzt hier tatsächlich einen Trendkanal, einen Korrekturtrendkanal, ähnlich wie eine Bärenflagge zu sehen, nur ein bisschen weiter ausgewertet oder weitet. Wir sehen hier diesen Verkaufsbereich, diesen Drehbereich hier um die 104.10, da kommt immer wieder Schwäche rein, ist jetzt Schwäche reingekommen und wir sehen auch, der Markt verkauft die höheren Kurse immer wieder gerne ab und das ist jetzt halt dieses Thema, da schaut man ganz genau hin, wir haben hier eine schöne Flagge sozusagen drinnen, und diese Flagge ist verortet innerhalb dieser Abwärtssequenz. Wir sind hier unten unter ein wichtiges Zwischentief drunter gelaufen. Und wenn wir da jetzt den Ausbruch zur Unterseite hinbekommen, dann haben wir die Chancen, unten reinzulaufen, hier unter das Zwischentief unten drunter durch. Hier haben wir grob liegen bei 103,53 in etwa. Das wäre mal der erste Anlaufpunkt. Ziel zwischendrin, hier dieser Bereich, dieses Level in etwa, um die 103,75. Und da sage ich an dieser Stelle auch immer, wenn wir jetzt die 4 Stunden als Richtungsgeber sehen, schauen wir einfach in die nächst kleinere Zeiteinheit. Und da sehen wir schon, dass wir hier den Markt haben, oben der Deckel drauf. Also hier kann ich das sogar noch ein bisschen in die Feinjustierung reinbringen. Hier, schaut mal, da oben haben wir den Deckel drauf. Der Markt wollte zwar leicht über dieses Zwischenhoch hier drüber, aber geht jetzt wieder drunter. Heißt also zunächst kurzfristig erstmal entscheidendes Level, was passiert hier unten? Sollten wir tatsächlich unter das Zwischentief drunter fallen, dann haben wir die Chance, dass wir hier unten weiter reinfallen, aus der Flagge ausbrechen und dann den Weg nach unten ebnen. Also das ist eine feine Verortung und hier wird sich auch entscheiden, hier sehen wir auch innerhalb dieser Bandbreite zwischen 103,95 und 104,10 schwankt er hin und her. Wenn er sich für eine Seite entscheidet, den Bruch zu machen, dann haben wir die Vakanzen. Auf der Oberseite ist Luft hin bis zur oberen Range. Auf der Unterseite haben wir natürlich dann sozusagen den Weg nach unten hin offen. Also hier unten drunter durch, dann Ausbruch aus der, sage ich mal, korrektiven Chartformation und dann der Weg nach unten rein und die Orientierung auf der Unterseite, wie ich schon gesagt, bieten schön die Zwischentiefs, die wir hier drinnen haben, hatte ich ja genannt, 103, gut 75 und hier unten die 103 etwas um die 61 und dann haben wir schon das Low hier unten um die 103,53, das der Weg nach unten und das wäre dann sozusagen richtungsführend, die 4 Stunden Ausbruch aus der Formation, das ist der Weg nach unten offen, der Blick in japanisches Yen. So, okay, dann hätten wir das. Ich hoffe echt, ich habe nichts vergessen. Austral-Dollar, US-Dollar, Pfund-Yen hatten wir schon besprochen. Wir gucken nochmal auf Austral-Dollar, US-Dollar. Den hatten wir gestern auch mit drinnen. Austral-Dollar, US-Dollar, da haben wir ihn. Hier ist er da. In der Stunde sehen wir, es gibt ein Hin- und Her-Geschwanke. Ja? Der Markt will hoch, der Markt wollte aber nicht weiter nach oben. Wenn wir uns den Tag mal anschauen, wir sind schön verortet auf der Tagesbasis. Und was wir hier jetzt haben, wäre wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, was an dieser Stelle passiert. Und da kommt der Fokus halt auf eine wichtige Kerze darauf an. Und zwar, schaut euch das mal an, diese Kerze hier, das ist jetzt die wichtige Kerze, diese weiße Kerze, denn hier verortet in diesem Aufwärtsarm kam es zur Korrektur, hier unten das Zwischentief, hier die initiale Aufwärtssequenz und wir müssen quasi hier oben drüber, damit diese Aufwärtssequenz nach oben aufgelöst wird und wir die Chance haben, hier übers Trendhoch weiter nach oben mit reinzulaufen und wir haben durchaus auf der Oberseite noch einiges an Potenzial, wenn wir das mal sehen, ohne das jetzt in Zahlen auch auszudrücken, aber schaut mal,
Wir haben hier doch einige Zwischenhochs noch liegen, die man durchaus anlaufen kann. Und das ist das Potenzial, was wir da oben haben. Da ist noch einiges da und wir sehen auch die aktuelle Woche wieder sehr, sehr stark am Laufen. Es ging zwar kurz runter, aber der Markt hat gleich wieder nach oben das Ganze raufgeholt. Und deswegen gehen wir hier mal ganz kurz in die Stunde. Und das ist das Wichtige, was ich hier an dieser Stelle gerade gesagt habe. Wir sind weiterhin in der Aufwärtssequenz verortet und im kleineren Zeitrahmen sehen wir halt, dass der Markt hier steigende Hochs und steigende Tiefs hat und wir laufen hier im kleinsten Trendig auch schon wieder nach oben und jetzt wird es halt sehr, sehr wichtig hier. Wir müssen hier oben drüber über die Marke von knapp 77,80, 0,77,80 und wenn wir das schaffen, setzt sich dieser Aufwärtstrend nach oben hin fort. Also das, was ich hier an dieser Stelle habe, ich zeichne es nochmal ganz kurz ein, also hier das größere Bild, was wir hier haben, den Weg nach oben hin zu gehen. Da haben wir jetzt die Korrektur und das nach oben und das, was wir hier so in Rot und Grün sehen, das sind die Bewegungsarme bzw. Korrekturarme dieses Trends. Und wenn wir tatsächlich hier zur Trendfortsetzung kommen, wie schon gesagt, im Kleinstbereich, erstmal hier natürlich bezogen auf die Stunde, die Zwischenhochs zum Anlaufpunkt und dann läuft das Ganze in den Tageschart rein. Sehr interessant, sehr spannend zu sehen. Hier müssen wir drüber, kommt hier Schwäche rein, müssen wir die Unterseite im Blick haben, dann könnte es zur Korrekturausweitung kommen, aber das Zeichen sehen wir momentan noch nicht. Man muss das auf der Uhr haben. Aber momentan sieht es eher aus in Richtung der Long-Geschehnisse. Aber wenn wir deutliche Bewegungen im US-Dollar sehen, könnte sich das Ganze auch relativ schnell wieder zur Unterseite bringen. Denn sobald natürlich der US-Dollar schwerer wird, geht es hier zur Unterseite rein und dann fallen die Kurse. Und das ist so ein bisschen die Drehschraube dort drumherum. So, gut. Ach, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Heute wirklich sehr, sehr viel los. Gold hatten wir, britisches Pfund, Yen hatten wir besprochen, Australdollar, US-Dollar haben wir besprochen, US-Dollar, Kanadier-Dollar ist durch, britisches Pfund, Schweizer Franken haben wir gerade auch besprochen, wenn ich das noch richtig im Blick habe, oder? Moment. Ja, haben wir miteinander besprochen, haben wir hier drin. Also, damit wären wir für heute durch. Nein, eine Bonusfrage haben wir noch. Und zwar, welcher Index wäre gut handelbar, wenn der US-Dollar stärker wird? Christian, DAX und die US-amerikanischen Indizes auf alle Fälle. Kannst du davon ausgehen. Weil die Amis geben die Richtung vor. Und wenn die Amis die Richtung sozusagen vorgeben auf das, was wir sozusagen an den Märkten haben und die Amis brechen stark ein, weil der US-Dollar stärker wird, wenn der Markt sozusagen genau das spielt, US-Dollar Stärke ist gleich Index Schwäche, dann ja, würde ich mal sagen, wirst du relativ schnell sehen, dass die US-Indizes abtauchen, dass es hier zu starken Umkehrformationen kommen. Also wenn man das mal so sehen, hier oben im Dow beispielsweise wird es ja auch sehr, sehr flach momentan. Der ist ja sehr, sehr zögerlich unterwegs, der Dow momentan. Da wirst du ziemlich schnell sehen, dass wir hier oben immer wieder Schwäche reinbekommen und dann den Rutsch nach unten bekommen und dann die Korrektur sozusagen an dieser Stelle losgeht und dann geht es hier nach unten. Also da geben, denke ich mal, die Amis so ein bisschen den Ton vor und das sollte dann auch auf die anderen Indizes ja, mit abfärben. Und das ist so ein bisschen das Thema, wo es sich für den ein oder anderen gerade kurzfristigen Trader, der hier die Gegenbewegung oder die Korrektur nach unten so früh wie möglich mit traden möchte, legt euch da einfach auf die Lauer hier oben rein, schaut euch die Tops oben an, wie das ausschaut, das sieht man im TechDAX, im Nasdaq in ähnlicher Art und Weise, gut, der läuft ein bisschen anders, der S&P 500 läuft ja auch ein bisschen anders, wenn man sich die Tagescharts mal anschaut, oh ja, hier sehen wir gerade gar nichts im Tageschart, kurzen Augenblick, ich räume mal kurz etwas auf hier, so, ja, wer viel in den Charts macht, hat viel Zeugs drinnen, die im Kurzfristbereich immer wieder wichtig sind und die Marken lösche ich halt nicht raus. Hier ist es halt im S&P 500 genauso. Wir schwanken hier auf relativ hohem Niveau. Ja, das ist so etwas in der Art, so ähnlich wie eine relativ hohe Flagge zu sehen. Und wenn wir uns das einfach mal anschauen wollen, das ist halt jetzt genau das Bild, wo die Entscheidung dann kommt, wenn der Markt anfängt abzuverkaufen. Wir sehen es hier oben. Da oben ist so ein bisschen der Deckel drauf, ohne dass ich jetzt mal auf Zahlen eingehe, sondern einfach nur mal die Bilder, Christian. Dann haben wir halt
oben und unten die Begrenzungen. Und da läuft der Markt halt hin und her. Und wenn jetzt plötzlich der US-Dollar deutlich stärker wird und der Markt anfängt, dadurch die Schwäche zu spielen, also nach unten abzuverkaufen, dann wirst du relativ flott sehen, dass wir hier aus diesen hohen Konsolidierungen nach unten hin ausbrechen und dann erstmal die korrektive Phase anfängt. Das ist das da. Ich habe das natürlich hier auch mit auf der Uhr, aber wie schon gesagt, diejenigen, die im Kurzfristbereich auch unterwegs sind, das ist jetzt mal der Stundenchart an dieser Stelle, die sollten natürlich sehen, dass man hier so früh wie möglich auch reinkommt, um von der Range möglicherweise schon zu profitieren. Denn wir sehen auch hier zum Beispiel in der Range im S&P 500 das Ganze am Laufen hier. Schaut mal hier, die kleine Aufwärtssequenz, die Bewegung ist da. Das letzte hier, ich ziehe mal kurz einen blauen Strich hoch. Das heißt, das wäre der Weg innerhalb der Range von unten nach oben gewesen. Und wenn wir uns das mal eben im 5-Minuten-Chart auch anschauen, dann sehen wir halt sehr, sehr schön, dass der Markt gut nach oben gelaufen ist und zwar auch trendig nach oben gelaufen ist und wir jetzt in der Situation sind, dass der Markt trendig angefangen hat, nach unten zu laufen. Ne? Das heißt, hier entsprechend die Bewegungen und Korrekturen zur Oberseite hin. Ja, das ist das, was wir hier sehen, oben rein, die Korrektur, oben rauf, hier die Korrektur und dann oben rein. Und nun kam es hier zum Richtungswechsel im Kleinsten. Wir haben jetzt hier im Kleinen einen Trend, der nach unten läuft und das Level hier oben ist jetzt halt wichtig. Laufen wir hier oben drüber, dann ist wieder dieses Hin und Her da, höheres Tief, höheres Hoch, dann wird es wichtig, was hier oben unterwegs ist, aber wenn wir jetzt direkt hier oben abprallen und dann unten drunter laufen, dann hätten wir die Fortsetzung vom Abwärtstrend und dann wären so rein von der Planungsgeschichte her schön, diese alten Tiefs mit reinzunehmen auf dem Weg nach unten und wie schon gesagt, das ist ein 5-Minuten-Chart, das ist also alles auch im Tage machbar und das sind die Marke, wo man reinschauen kann. Also das Ganze hier an dieser Stelle mal kurz mit Blick in die Indizes. Ich hoffe, das hat soweit gepasst. Gut, an dieser Stelle sage ich allen ganz herzliches Dank fürs Zuschauen und sage allen erfolgreiche Trades. Wir sehen uns morgen wieder mit Handelsideen, mit dem großen Indexcheck, mit dem Blick in das Beachbook von der USA, also aus den USA. Da schauen wir rein, weil da guckt die Fed auch genau drauf. Wir sind gespannt, was Paul heute zu berichten hat und widmen uns morgen früh natürlich wieder den nächsten Handelsideen. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.